sexy Pose. Wow. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Why Play mit Izzy und OG. Der Izzy ist am Stizzy. Und der OG mit dem Bart. Ja, super. Teach me how to bird. Okay, wir wollen nicht lachen. Der Urs ist gut drauf. Heute wird gespielt Dragon Nest. Ja, und der Urs hat mir die Maus geklaut. Zur Übersetzung kurz: Dragon heißt Drache, Nest. Ist sowas wie Quest, nur mit N. Richtig, genau. Oder auch ein Nest, da bauen Vögel ihre, tun ihre Eier reinlegen. So. Die tun die da reinlegen. Lange rumgelabert, wir verbinden mal. Ja. Und wir wollen euch natürlich mal zeigen, wie wir hier ganz schön den Charakter erstellen. Ja, wir machen jetzt einen crazy Charakter. So, ich würde mal sagen, ich bin gespannt, dass wir, für wen du dich entscheidest. Ich meine, wir wollen die Frauen nicht vernachlässigen. Nee. Da kommen wir nehmen eine Dame. Ja, gut, machen wir. Ist es eine Dame? Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch. Ich weiß nicht, ob es schon alt genug für eine Dame ist, aber... Na, doch. Ja. Schau, doch, hier. Die kann man doch mal... Die kann man doch nehmen. Ja, soll ich es mal drehen ein bisschen? Ich will die mal drehen, wo ist die denn? Kannst du es nicht? Kann ich nicht drehen anscheinend, leider. Ja. Nee. Egal, blond finde ich super, lassen wir blond? Einfach. Oder willst du was anderes? Boah, was hast du denn da für Frisuren am Start? Ist ja wie bei Sims. Ist ja geil. Ja, die ist auch super hier. Ich finde das eigentlich sehr gut. Zwei Bananen. Gesichtszüge. Links und rechts. Ich mache einfach immer weiter und sag Stopp. Aber nicht hingucken. Guck auch nicht hin. Ich darf auch nicht hingucken. Also. Stopp. Oh Gott, ist die hässlich nochmal. Stopp. Ah, wunderschön. Ist das nicht genau die gleiche? So, Augenfarbe. Wie? Augenfarbe rot. Echt? Ja, oder blau. Sieht ja mega beängstigend aus. Blau? Oder halt grau, ja, oder das lila. Das hast du hast grün, ne? So blau-grün. Ja, hier, passt perfekt. Sieht so aus, ein bisschen wie du. Stimmt. So, ein Hemd, was hat die an? Das sieht eh alles aus wie ich. Der Grüne war Robin Hood ein bisschen. Bio. Guck mal, ja, Robin Hood Style. Das ist ja richtig Robin Hood. Ja. Weil die hat schon echt eine komische Taille. Schau mal, die geht echt weit rum. Ah. Das ist eine weibliche Figur. Sie ist bereit, Kinder zu zeugen. Gebärfreudiges ja. Becken hat die. Genau. Die gute Dame. So. Bloß keine Hose. Willst du deine Hose? Doch, die hat eine Hose. Ach so, die hat schon eine. Sicher die Farbe. Ja, das sieht man ja nicht. Sieht man halt nicht so ganz. So, passend im Grün. Ja. Handschuhe auch passend grün. Ja. Oder sieht das aus wie Moos? Ach komm, braun. Weiß ich nicht. Stiefel. Die hat sehr seltsame Schau mal Fehler. So. Ey, so sieht der aber echt aus wie Robin Hood jetzt. Ja. Nur mit blonden Haaren. Und in weiblich halt, ne? Hey, wir können die auch noch die Haare ändern. Guck mal. Weiß? Oder oh, weiß sieht cool aus. Ja, ne? Weiß kann man echt machen. Ja, ist gut. Weiß? Hat ja, zwei. Ja. Komplette Verwirrung. Weiß wie unser Shirt. Genau. So. Rotieren, da kann man sie. Guck. Yeah. Oh, sexy Pose. Wow. Dann gib ihr mal einen passend geilen Namen, bitte. Ah, warte. Weiblich, aber Robin ist doch auch ein Ozzy. Weiblicher Name. Robin Ozzy Hood. Mit O von OG und Z. Wie denn so? Hä? Ups. Ach so, das ist ja englische Tastatur. Das ist so, jetzt nochmal. Oh, Ozzy. Oh, Ozzy Gott. Osbourne. Oh. Bei dem weiß man auch nicht, ob er weiblich oder männlich ist. Deswegen passt schon. Ja, okay. Ozzy. Komm, ist ein weiblicher Name. Erstell hier Ozzy. Sieht ja auch genau aus wie Ozzy, die Dame hier. Es wird bereits. Ja, siehst du, den Namen gibt's wie? Nicht. Ozzy gibt's schon. Es da gibt definitiv nicht. Dann mach Ozzy 69. Das gibt's sicher noch nicht. 69 ist meine Tante geboren. Mhm. Deswegen. Ja, doch ja. Wirklich? Ja, ja. Hey, wirklich? Ja, kann ja sein. Aber ich glaube nicht, dass du mit dem so. Gedanken jetzt die 69 da hinten dran gepackt hast. Oh, die doch, ist aggressiv. Doch. Nein. Na dann, geht's jetzt mal los. Und der Izzy wird euch jetzt zeigen, wie man spielt. Weil der Izzy ist ein Player. Ja. Und nämlich ein Player heißt nicht nur, dass er mit Frauen spielt, sondern auch mit Ozzy. Mit Ozzy 69. Also, ihr müsst wissen, Ozzy, nee, Izzy. Ozzy ist ja der Charakter. Izzy. Richtig. Gut, bevorzugt dass du das ist, jetzt bin ich gespannt. Vor allem Rollenspiele zu spielen. Mhm, genau. Auf in der virtuellen Welt, aber auch in der realen Welt. Genau. Das musste auf jeden Fall mal gesagt werden. Solltest du mal in so einem 50 Facts About Me Video oder so, sollte ein Fact auf jeden Fall sein, ich stehe auf Rollenspiele. Und ja. Dann, aber nur online. Ja, der Ost, der skriptet meine Videos, aber hier geht schon direkt los. Kobolde rennen durch die Prärie, würde ich schon fast sagen. Oh, ist die nett. Ein armes kleines Kind fällt zu Boden, die Mutter wird entrissen. Man hätte ja fast unter den Rock gucken können. Oh Gott. Das ist richtig spannend, mein Schnurrbart zwirbelt. Und da kommt Ozzy. Die rettet jetzt. Und jetzt go! Oh oh. Ich weiß, du kannst es schaffen, Schala. Mit W kann ich ja springen, kann ich auch. Hier erklärt's ja. Zack!
Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, einfach mal unten in der Infobox auf den Link klicken und auch einfach mal vorbeigucken. Yes. Ist auf jeden Fall, sieht ganz cool aus. Ich mag das, dass die Farben so satt sind. Ja. Macht irgendwie Spaß. Ich hasse es nämlich, wenn bei Spielen dann immer so voll düster ist. Ne? Ja, hier ne? Kriegst du gute Laune, wenn du das Spiel startest. Kommst du aus der Schule zurück und dann machst du das Spiel an und dann hast du gute Laune, weil du kräftige Farben hast. Izzy, ich gehe schon lange nicht mehr zur Schule. Ja, das war ja jetzt auch so für die Allgemeinheit mal gesagt. So. Ja, das Geheimnis des verschwundenen Mädchens hast du jetzt gesehen. Jetzt habe ich das letzte Kupfer nicht. Oh. Schäm dich. Geben dir jetzt eine Impfung und eine Spritze und... eine Spritze. Dann geht's dir schon wieder gut. Infusion. Ja, du könntest dir eine Spritze geben. Du könntest aber auch einfach nur nett sein. Und keine Hintergedanken. Weil Spritze kann man schon wieder zweideutig verstehen. Nein. Verstehst du? Spritze? Ja, ja, das habe ich verstanden. Ja, ich kann nichts dafür, Izzy. Aber gut, dass du das wieder erklärst. Klicke auf ein NPC. So, da unten rechts oder Mitte rechts steht jetzt, wo ich hin muss. Und zwar ist hier die kleine Lilly. Ich muss aber zum Bürgermeister Harold. Wir heißen eiskalt Izzy 69. Ich fass nicht. Ozzy. Ozzy. Tiefe Sorgenfall durch dieser Gericht. Alles klar, eine Aufgabe haben wir. Das Geheimnis des verschwundenen Mädchen Teil 1. Ja, machen wir. Was ist passiert? Danke, alles klar. Lies doch mal lauter, ich kann nicht lesen. Die Dorfbewohner wurden davor gewarnt, die Stadt zu verlassen, aber einige Mädchen haben sich einfach ohne Erlaubnis davongeschlichen. Lilly ist dank dir in Sicherheit, aber meine Liebe, weiter. Krass. Das ist Rose, hat Rose vor allen Dingen. Achso, du hast Hust nachgemacht. Ja, richtig. Hustest du hat so ihren Anhänger liegen lassen. Also künstlich. Ihre Eltern, oh nein. Mein armer Liebling Rose. Was weißt du über Monster? Das Ork-Lager ist ja schon... Wer? Siehst du gut? Oh, wie heißt der Ork? Bacchus? Nee, Balkus. Bacchus. Balkus hieß der. Balkus. Na gut. Voll danke, oh, bevor du gehst, reden. Hier blendet das voll. Der Bürgerwehr, er ist Wachmacher verantwortlich. Ich kann mir darum, pass auf dich auf. Mann, jetzt mach nicht down schon wieder. Bevor du Schattenwelt gehst, besuche Steve Anführer der Bürgerwehr. Hm? Kann ich, sollen wir zuerst ein Training machen? Nein, oder kannst du auf mich zählen. YOLO. Einfach, ab geht die YOLO, Post, ne? Mann. So, stimmt. YOLO. Mann, wir sind aber auch hier gekleidet hier. Meine Güte, ja, ja. Das ist eigentlich schon Erregung öffentlichen Ärgernis. Das ist schon, wir ja schon eine Anzeigegewalt haben, ne? Das ist schon. Aber vielleicht greift uns so auch keiner an. Vielleicht denken alle, die geht zum Cosplay-Treffen. Man weiß es nicht. Ja. Okay, erzähl mir mehr. So schnell kannst du gar nicht lesen. Klar. Als wärst du irgendein so Autist, der mit einem Blick irgendwie so zwei Seiten gleichzeitig lesen kann. Belohnung entgegennehmen. Yo, siehst du, ich hab eine Belohnung bekommen dafür, dass ich so schnell lesen konnte. Fertig. Okay, ich frag dich jetzt aus über den Inhalt. Machen wir den Inhalt zusammenfassen. Also, da war die Rose. Ja. Und die wurde angegriffen zusammen mit ihrer Mutter. Im Wald, dann wurde ihr die Mutter entrissen und wir helfen jetzt der Rose. Jetzt sind wir in die Schattenwelt rein. Okay. Du hast aber ziemlich abgekürzt. Schattenwelt rein, fertig, Ende. Ja, das war nämlich immer so ein Märchen, die man abgekürzt hat. Ja, und dann kam der ins Dorf, hat umgebracht, Ende. Ja, wenn das Kind dann schläft. Genau. So. Es war doch das. Die Quest sagt. Das Geheimnis ist verschwunden. Mhm. Wir müssen hier lang und zwar sind wir jetzt im Schattenwaldpfad. Genau. Auf dem Schattenwaldpfad. Und zwar ganz alleine drin in der Dungeon. Leicht? Das ist doch gar nicht. Wir sind aber alleine. Normalerweise geht man da zu viert rein. Tja, wir haben halt so viel Swag mit Timothy. Aber dafür haben wir ja Swag im Gepäck. Der tanzt oder Timothy? Nur man tasten Fähigkeiten zu nutzen. Mhm, alles klar. Hey, ich mache doch gar nichts. Klar, du bewegst dich, als wird's dir nicht gerade gut gehen. wer bist du? Steve, Anhänger der Bürgerwehr, hat mich geschickt. Ja, Belohnung entgegennehmen. Siehst du, das klappt doch hier wunderbar. Ja, du kriegst ja dauernd Belohnungen. Man wird nur belohnt hier, das Stück. Der kann Karte. Man auch falsch verstehen, dass man so ein junges Mädchen dauernd bezahlt. So, ne? Hätten wir nicht das Mädchen genommen, wären wir nicht so oft belohnt worden, wahrscheinlich. Siehst du? Wir suchen am besten getrennt nach den Ausschnitten. So geht es schneller. Wir kommen später ausführlich darüber sprechen. Bist so du ähnlich. Kurzsichtig? Nein, du? Ja. Achso, deswegen kannst du das gar nicht lesen. Teilweise, ja. Gut, dann ist das natürlich blöd, dass ich das so vorlese. Dann kriegst du ja gar nichts. Ist egal. Ich kann's so, und das sind jetzt die Bösen hier. Ja, ich kann es mir logisch erschließen. Und boah, du gehst ja richtig ab. Ich versuche es zumindest. 6-Hit-Kombo. Komm schon, 7-Hit. Mach mal mehr Kombos. Ja, ich habe jetzt noch nicht so... Mach mal 100-Kombo. Vergesst nicht, dass wir noch ganz am Anfang unserer Karriere sind und bis jetzt 3 Attacken haben. Ich weiß nicht. Ja und? Wie stark die sind. Oh, das war jetzt natürlich ganz schlecht eingesetzt. Das war richtig geil. Ja, das war geil, das ist richtig. Richtig geil war das. Aber noch nicht so geil eingesetzt, weil... Du drückst so elanvoll auf die ganzen Tasten. So ja, krass, als würdest du Klavier spielen. Routiniert. Das gehst ja richtig ab, gehst du.
Ich produziere gerade währenddessen noch den nächsten Song für Waititi und. Ja, da geht ihr innerhalb von einer Stunde. Klimper hier ein paar Melodien. Ja, das hast du gesagt. Bisschen Dubstep, bisschen ich zock lieber und fertig. Ja. Ja, deine Punkte, die gehen ja richtig ab. Wahnsinn. Habe ich was liegen lassen? Nö. Doch. Habe ich tatsächlich. Ja. Soll ich das mitnehmen? Oh, eigentlich war das nur ein Gag, da liegt ja wirklich was. Ja, guck. Wie schlampig von dir. Handschuhe. Jetzt können wir mal einen Korps Handschuhe. Guck mal, jetzt können wir hier mit I, können wir hier neue Handschuhe uns anziehen. Zack. Und dann haben wir auch schon... Das ist ziemlich asozial eigentlich von mit dir. Mit deinem Beruf kannst du Gegenstand nicht benutzen. Ah, okay, wir sind jetzt ein schlechter... Also für die Handschuhe sind wir halt einfach nicht gemacht. Nein, du solltest die einfach aufheben, zurückgeben. Das ist das Ding. Du sollst sie nicht einfach tragen. Ja gut, deswegen. Dann suchen wir jetzt denjenigen, der den verloren hat. Oh, der ist ja tot. Aber jetzt. Der ist sicher nicht in der Schattenwelt. Ach so, den hast du umgebracht. Ich dachte, vielleicht hat der es auch geklaut. Das weißt du ja nicht. Stimmt, vielleicht haben wir es auch zurückgeholt. Ah, Robin Hood-Style meinst du jetzt so? Ja, genau. Jetzt müssen wir quasi von den Armen... Nein, ich hab dir schon wieder zu früh eingesetzt. Arm geben. 6 Hit, komm schon. Zack. 7, 8, 9, go, 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 10, 11, hier wird 12. gekombot, was das Zeug Izzy, hält. Du bist ja eine richtige Muse so Zack. In den Kombos. Eine Kombo-Muse. Eine Muse? Eine Kombo-Muse. Es float sogar, Kombo-Muse. Ja. So nennen wir uns dann das nächste Mal im Spiel. Nicht mehr Ozzy. Kombo-Muse. Beim nächsten Charakter. Ozzy, die Kombo-Muse. Nicht schlecht. Mit Ehren wie eine Frucht. So. Ist ja auch eine Frucht. Unter Kennern so. Wo sind die? Könnte auch ein guter Wein, aber so. Ich trinke schon keinen Wein. Zack! So. Könnt ihr mich überhaupt ernst nehmen mit dem Schnurrbart? Nicht wirklich, oder? Also ich nehme mich seitdem erst richtig ernst. Ja, ich vergesse es immer wieder. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Ich dachte mir so, ich laber ziemlich viel Mist. Ah, okay, kannst du mich überhaupt ernst nehmen mit dem Schnurrbart? Nein. Aber. Ich laber ziemlich viel Mist. Es wird eigentlich Zeit für einen Schnurrbart. Nee, der Schnurrbart, der ist ja exakt deswegen. Es gibt ja den. No Shave November und den Movember. Mhm. Deswegen. Hast du dich angepasst? Ja, ich liege natürlich jetzt nicht im Trend. Aber ich glaube, ich tue den weg. Du tust den weg? Mein ganzer Rotz bleibt aber hängt. Bewahr den gut auf, ne? Wenn du den wieder brauchst, dann musst du den wieder rausholen. Klar, ich tue den so wegmachen und dann tue ich den nochmal zum Draufkleben. Das ist übrigens gerade hier unser Endgegner, wenn ich das richtig sehe. Ja, du schaffst es ganz locker. Ja, das würde ich jetzt so noch nicht sagen. Oh, guck mal. 8, 9. Schau, und. Zack! Weggeskillt hier den Boss und hier wird Geld fallen gelassen. Sammel! So viel YouTube-Money, da kann ich von leben. Ey, geil! Zack, oh, kranker Move. Ach, hier ist aber immer noch ein Kollege. Kriegen wir nicht mit 10 Millionen Videos. 13 Kupfer, geil. Dann schon abgeschlossen, schnell! Ich sollte jetzt Platz im Inventar lassen. Bitte sorgen, Platz in deinem Inventar. Ich hoffe, wir haben Platz noch. Ja, klar, ja, Platz ohne Ende. Da ist noch Geld, kein Geld. Ja, zu spät leider. Nächste Stufe erreicht. Höchste Kombo waren 18 Hits, Todesstöße. Freust du dich? Ey, ich freue mich richtig. Für uns. Das war ein gemeinsamer Erfolg. Stimmt. Ich habe dich nämlich durch meine Zusprache immer motiviert. Mhm, diesem Schnäuzer und so, das hat mich echt motiviert. Heißt Schnauzer, glaube ich. Schnauzer, okay. Heißt es Schnäuzer oder Schnauzer? Bei uns heißt es auch Schnäuzer. Ja, schreibt in die Kommentare, heißt es Schnauzer oder Schnäuzer. Ja, dann war's das für heute. Wollt ihr mehr mit Ozzy69? Könnte noch eine große Karriere werden. Ja. Und mehr von Dragoner, schreibt uns in die Kommentare und wenn ihr wollt, könnt ihr euch selbst runterladen. Links in der Infobox, wie immer. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. Vielleicht doch bei GTA oder was auch immer. Ich hoffe, der Schnäuzer von OG ist wieder mit dabei. Dann vielleicht ohne Schnauzer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.